Was geht, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ja, ich werde euch heute wie immer die besten Schuhe aus dem letzten Monat vorstellen. Und ich kann ja noch mal kurz zum Anfang erklären, für die, die neu auf dem Kanal sind, worum es in diesem Format überhaupt geht. Also, ich werde mir immer die besten Schuhe aus dem letzten Monat raussuchen. Ja, und ein bisschen was zu den Schuhen sagen. Also, was ich von den Schuhen halte und wie sich der Resale-Preis so entwickelt hat oder allgemein der Preis. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Also, relativ simpel. Ich denke mal, jeder von euch hat es verstanden, deswegen los geht's. Zum Anfang muss ich aber nochmal sagen, dass der Monat ziemlich low ist, was die Sneaker angeht. Also es sind nicht so viele gekommen und eigentlich fast alle guten oder erwähnenswerten sind sogar an einem Wochenende gekommen. Genauer gesagt am 14.04. Ja, ich beginne da jetzt auch direkt mal mit dem ersten Schuh. Und zwar ist das der VaporMax X Off-White, also der weiße. Der Schuh ist halt, wie gesagt, am 14.04. rausgekommen, hat Retail 250 gekostet und der Resale-Preis liegt jetzt so zwischen 450, 650 Euro, also ungefähr dazwischen hält er sich so gerade auf, kommt natürlich auch wie gesagt immer je nach Größe an. Und ja, nochmal kurz zur Erklärung, also ich werde jetzt immer euch das Release-Datum sagen, also wann er gekommen ist. Der Schuh ist halt wie gesagt schon gekommen, kommt nicht mehr und ihr könnt den Schuh auch nicht mehr irgendwie auf Nike oder ja sonst wo kaufen, also nur noch auf dem Zweitmarkt. So, der nächste Schuh ist der Adidas Ultra Boost X Undefeated. Ja, ich persönlich finde der Schuh ist sehr gelungen, aber kommen wir erstmal zum Preis. Und zwar, der Schuh kostet 220 Euro Retail und der Resale-Preis liegt jetzt so zwischen 240 und 270 Euro. Womit ich ehrlich gesagt nicht gerechnet hätte. Und zwar in dem Sinne, dass der Schuh ja in Anführungsstrichen jetzt doch sehr günstig im Resale-Preis zu haben ist. Das heißt, für die Leute, die jetzt halt den Release verpasst haben, finde ich, ist es auf jeden Fall nochmal ein erschwinglicherer Preis. Ich hätte eher gedacht, dass er über die 300, vielleicht sogar an die 400 rangeht. Aber das ist er nicht. Ich finde, das ist jetzt auf jeden Fall wieder einer der besten Ultra Boosts, die jetzt so in den letzten Wochen rausgekommen sind. Und ja, ich persönlich werde ihn mir jetzt nicht holen, weil ich allgemein keine Schuhe mehr für Resale kaufen möchte. Aber hätte ich ihn jetzt am Release bekommen, hätte ich also, okay, ich muss ehrlich sagen, ich habe es auch gar nicht versucht, beziehungsweise ich habe es verpennt. Der nächste Schuh ist auch am 14.04. rausgekommen, was ein Wunder. Und zwar ist das der Jordan 1 Shadow, den habe ich ja auch hier hinter mir stehen. Ja, was kann ich zu dem Schuh sagen? Also erstmal, die Qualität ist meiner Meinung nach mega gut. Klar, es geht besser, aber es geht auch schlechter. Die Colorway gefällt mir sehr, sehr gut. Ich würde sagen, das ist im Moment sogar meine Lieblings-Colorway bei den Einsern. Und der 1er ist ja auch mein Lieblings-Jordan, also dementsprechend könnte man eigentlich schon sagen, dass das hier im Moment mein Lieblings-Jordan ist. Und ja, ein paar von euch haben aber auch geschrieben, sie finden den Shadow deswegen nicht so gut, weil ein Jordan für sie einfach rote Akzente haben muss oder blaue oder was weiß ich, also ein bisschen bunter sein muss. Aber ich persönlich zum Beispiel, klar, ich finde, ein 1er kann auf jeden Fall ein bisschen bunter sein und die bekanntesten Jordans oder die bekanntesten Einser sind ja auch zum Beispiel der Bread oder halt der Chicago. Aber ich zum Beispiel hatte den Bread auch schon mal und ich muss sagen, der Schuh war mir einfach zu rot. Und was bringt mir das dann am Ende des Tages, wenn ich einfach die Colorway nicht so gut finde? Dann kann mir jeder sagen, ja, aber als Einser-Liebhaber musst du unbedingt den Bread in deiner Collection haben. Das mag ja gut sein, aber ich persönlich finde die Colorway einfach nicht so gut und dementsprechend brauche ich den Schuh ja auch dann nicht. Wo ich es schon wieder viel, viel besser finde, ist dann beim Chicago oder halt beim Black Toe. Also ich bin jetzt keiner, der sagt, nee, ich kaufe jetzt nur schwarze Schuhe oder nur weiße Schuhe und alles, was rot oder blau ist, fasse ich nicht an oder sei es gelb. Retail war 150 bei dem Schuh und der Resale-Preis liegt jetzt so zwischen 160 und 190 Euro. Also ihr kriegt den schon einen Zehner über Retail. Ich denke mal, das ist ja sehr, sehr fair, beziehungsweise der wurde ja auch sehr einer sehr hohen Stückzahl gedroppt. 10er über Retail, denke ich mal, kann noch jeder zahlen. Was ich auch nochmal ansprechen wollte, und zwar haben uns viele von euch gefragt, ob Presented by legit ist. Und ja, Presented by ist auf jeden Fall legit. Und auch viele Schuhe, die ich euch hier gerade vorstelle, bekommt ihr auf Presented by. Ich packe euch einfach mal zu jedem Schuh, den ich hier vorstelle, einen Link unten in die Infobox. Dann ja, gelangt ihr direkt auf die Seite von Presented by. Weil wir werden halt auch oft gefragt, sind die Schuhe original oder nicht. Und wir selber wollen das eigentlich auch nicht immer sagen, weil wenn es am Ende dann doch ein Fake ist, dann tragen wir am Ende die Schuld, darauf haben wir keine Lust. Aber für die Leute, die sich nicht immer sicher sind oder die halt einfach keinen Bock haben, einen Fake-Schuh zu kaufen, auf Presented by sind alle original.
Deswegen schaut da einfach mal vorbei, wenn ihr Bock habt. Und wenn nicht, dann lasst es halt. Der nächste Schuh ist wieder am 14.04. rausgekommen. Ich brauche das ja eigentlich schon gar nicht mehr sagen, weil es sind, wie gesagt, fast alle Schuhe an dem Samstag rausgekommen. Und zwar ist das der Yeezy 500 Blush. Alex hat sich ja auch einbestellt, ich glaube für 250 € auf End. Aber der Retailpreis ist 200 und Resale geht ja jetzt weg so zwischen 240 und 300 €. Ja, wenn man ihn natürlich auf End bestellt hat, kann es halt sogar passieren, dass man ihn dann für die 250, in dem Fall von Alex, nicht mal mehr wieder los wird. Aber was kann ich sonst noch zu dem Schuh sagen? Also mir ist aufgefallen, dass voll viele, die den Schuh sich gekauft haben, nicht mal sicher waren, ob sie den Schuh jetzt gut finden oder nicht, ob sie ihn behalten sollen oder nicht, ob sie ihn tragen sollen oder nicht. Und dann ist mir auch noch aufgefallen, dass voll viele von denen ihre Community gefragt haben und die sollten dann entscheiden, soll ich den Schuh jetzt behalten oder nicht. Ich glaube, natürlich ist es so eine Sache, wenn man sich selber nicht ganz sicher ist, ja, sollte man den Schuh jetzt behalten oder nicht und dann natürlich sich von anderen nochmal einen Rat holt, ist es generell ja nicht verboten. Aber ich würde sagen, wenn man schon anfängt zu zweifeln, ob man den Schuh überhaupt gut findet oder nicht, sollte man ihn eigentlich direkt wieder verkaufen. Das heißt, wenn man den Schuh nicht mag, dann weg damit. Wenn ihr ihn mögt, dann behaltet ihn bitte und rockt ihn natürlich auch. Und ganz wichtig, lasst euch niemals von anderen irgendwie beeinflussen. Wenn die sagen, ja, was hast du da für einen hässlichen Schuh an, dann kann euch das eigentlich ein... Ich kann das jetzt nicht so aussprechen, aber ihr wisst, was ich meine. Dann tragt den Schuh einfach, rockt den Schuh. Was immer an erster Stelle ist, ist halt einfach, dass euch der Schuh gefällt. Und alles, was die anderen denken, das ist dann, ja, das kommt dann danach. Also bitte tragt, wenn ihr den Schuh feiert, dann tragt den Schuh auch bitte. Der nächste Schuh ist jetzt mal nicht an dem 14.04. rausgekommen, sondern am 28.04. Und zwar ist das der Jordan 1 Fink 16. Ja, der Schuh hat Retail 150 gekostet und zum Resale-Preis kann ich jetzt nicht so viel sagen. Also ich habe mal ein bisschen geguckt, ich habe da alles Mögliche gefunden, also ein paar über 300, 450. Also ich kann da jetzt nichts Genaues sagen, weil irgendwie auch noch nicht so viel den Schuh verkauft haben. Ich glaube, der war ja auch, ich muss da sagen, da habe ich gerade echt nicht so viel Ahnung von dem Schuh, weil ich mich gar nicht mit dem Release beschäftigt habe. Ich weiß gar nicht, wie limitiert der Schuh jetzt war. Das wird wahrscheinlich auch ein Grund sein, wieso ich da jetzt noch nicht so viele Schuhe von finden konnte. Aber der ist auf jeden Fall ein bisschen teurer. Und ja, optisch, ich finde ihn jetzt nicht schlecht, ich finde ihn jetzt aber auch nicht gut. Kein Schuh, den ich mir holen würde. Aber auch keiner, der hässlich ist, also ich kann mich da jetzt nicht ganz entscheiden. Fakt ist, ich werde ihn mir auf jeden Fall nicht holen. Der letzte Schuh ist auch am 28.04. rausgekommen und zwar ist das der Adidas Commander. Retail hat er 130 gekostet und der Resale-Preis liegt jetzt so zwischen 140 und 180 €. Ja, der ist ja in zwei Colorways rausgekommen, einmal in dem Schwarz und in so einem Bordeaux-Rot und der hat ja diese riesige Gumsole. Und ich muss sagen, ich mag den Schuh überhaupt nicht. Alex findet den Schuh mega geil, da sieht man eigentlich auch mal, wie unterschiedlich die Geschmäcker sind. Und ja, für die Leute, die den Release verpasst haben, 140 € gehen ja noch klar, so ein 10er über Retail. Und ja, das war es auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn ihr mehrere Teile von diesem Format sehen wollt. Und schreibt auch mal unten in die Kommentare, welcher euer Lieblingsschuh in diesem Monat war. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.